So, zeig mir aber bitte die eine Falle wenigstens, genau die. So, und jetzt zieh dich zurück. Es wollt nichts leichter als das. Macht immerhin den Weg frei. Und Angriff. Ihr habt liebevolle. Falsche Richtung, genau hier. Nach vorne ist da lang. So, das Skelett ausschalten. Das zweite schnell anlocken. So, komm ruhig. Komm ruhig her. Was? Nichts leichter als das. Für die Gerechtigkeit. So, töten. Für die Gerechtigkeit. Dies ist mein Ort. Los, kriegt es tot. Ich weiß, dass ihr es könnt. So, du heilst dich. Einmal, so. Ich tue mein Bestes. Und jetzt schicken wir ihm weiter vor. Und ich wusste doch, dass es pro Wandmalerei zwei Fallen gab. Genau, da sind nämlich die zweiten beiden. Das heißt pro Wandmarkierung. Was wollt ihr? Gut. Was denn? Ich verschwinde jetzt. Was? Nichts leichter als das. So. Ja, denn ich verschwinde jetzt. Ja, beinahe unter meiner Würde. Jetzt müssten wir eigentlich theoretisch hier erstmal in Ruhe durchgehen können, weil ich glaube, da gab es nur zwei Wandmalereien. Ja. Gab es auch nur die beiden. Was wollt ihr? Gut. Du bist ja hier lang. Und das muss man ehrlich sagen, ist in diesem Fall ein bisschen doof, wie die Map aufgedeckt Nichts wird. Leichter als das. Weil so kann man die Wandmalereien leicht übersehen, die Markierungen. Was wollt ihr? Denn ich verschwinde jetzt. Aber wenn man halt ja, gut. Jetzt hier so lang geht, sieht man sie genau. Ich hab genug davon. Und sieht sie auch auf der Map. Was wollt ihr? Nichts leichter als das. Mich kümmere ich hab genug davon. So. Was? Beinahe unter meiner Würde. Und ja, die Markierungen gelten wirklich nur für den Gang, in dem man sich gerade befindet. Du bist ja, denn ich verschwinde jetzt. Also in dem Fall für diesen hier, nicht für diesen hier. Und da ist eine rote Markierung. Ja, beinahe unter meiner Würde. Ich verschwinde Wobei ich jetzt zugeben muss, dass ich mich gerade nicht daran erinnere, wofür die rote gut Nichts war. Nichts leichter als das. Ja? Hier lang. Jo. Okay. War die rote eine Falle? Was? Beinahe unter mich meiner Würde. Denn ich verschwinde jetzt. Die grünen waren auf jeden Fall Fallen, das weiß ich noch. Oder was bedeuten die roten nochmal? Ja? Beinahe unter meiner Würde. Du bist ja ein Kopf. Ah ja, hier ist auf jeden Fall eine Falle. Hier ist auch eine Falle. Was wollt ihr? Beinahe unter meiner Würde. Was? Hier lang! Aber sonst ist hier nichts. Okay, Sackgasse. Was? Gut. Was wie befohlen? Dünner hier. Ja, das könnte noch lustig werden in dem Dungeon. Nicht so viel reden und mehr kämpfen. Ja, ich bin ganz ohr. Beinahe unter meiner Würde. Ja. Nicht hier lang. So, dankeschön. Ja, stimmt, der Dungeon ist eng. Deswegen schalten wir mal auf eine engere Formation. Du bist ja ich hab genug davon. Wäre auch mal so ein guter Einfall. Was? Beinahe unter meiner Würde. Ich hab genug davon. So, hier lang. Hier könnten wir theoretisch durch und eine Abkürzung nehmen. Also eine Art Abkürzung. Aber wir gehen einmal den Rundweg lang. Denn ich verschwinde jetzt. Nehmen den langen Weg. Und ja, ich habe mich übertrieben, als ich sagte, dass das ganze Labyrinth aus Holz ist. Mich kümmert's nicht. Jedenfalls sieht alles nach Holzoptik aus. Also
Dielenbretter. Ihr braucht mein, man kann's ja mal versuchen. Holzwände, als ob man in einem Schiff ist. Ja, ich hab genug davon. Nur dass das ein ziemlich großes Schiff ist, wenn man da über das Schiff aus. Unter meiner Würde. Ja? Gut. Dem Add-on aus Legende der Schwertküste, sobald du als Schiff von der Werwolfsinsel als Vergleich nimmt. Was wollt ihr? Beinahe unter meiner Würde. Und da höre ich doch was sich bewegen. Ja? Ich hab genug davon. Was? Gut. Ich kümmer's nicht, denn ich verschwinde jetzt. Hallo? Ja, gut. Da ist auf jeden Fall wieder eine grüne Markierung. Denn ich verschwinde jetzt. Also gehen wir vorsichtig ran. Gut. Was wollt ihr? Hier lang. Und wie wir ja gerade gelernt haben, sind bei einer grünen Markierung zwei Fallen. Nichts leichter als das. Ja? Ja, oder auch nicht. Soll ich dir jetzt hier ehrlich trauen? Denn ich verschwinde jetzt. Ja, da war nur eine Falle, dafür ist da ein Skelett. Ja. Aber diesmal eins ohne Pfeil und Bogen. So. Was wollt ihr? Du darfst. Obwohl, halt du mal, sieh mal. Du hättest ein Schwert dabei, aber das bringt uns jetzt auch nichts mehr. Weil das ist nur ein +1er-Schwert, was die mit sich rumschleppen. So. Ist hier noch eine Wandmarkierung? Au! Ja, das ist das, was ich gemeint habe. Da ist die Wandmarkierung nämlich. Das gemeine Ding. Was? Beinahe unter meiner Würde. Was war denn? Ich verschwinde. Man hätte eigentlich fast schon davon ausgehen können, dass da eine zweite ist. Aber netterweise sieht man die jetzt erst. Ja? Genau. Gut. Ja? Denn ich verschwinde jetzt. Also den Markierungen sollte man auch nicht immer vertrauen, beziehungsweise sich auf sie verlassen. Weil sie sind schwierig zu sehen. Gut. Jo. Mich kümmert, denn ich verschwinde jetzt. Hier ist wieder eine rote Markierung. Beziehungsweise zwei rote Markierungen. Ja, nichts leichter als das. Und hier oben ist schon mal in dem Gelände. Das sieht man ziemlich gut. Du bist ja, denn ich verschwinde jetzt. Was wollt ihr? Beinahe unter meiner Würde. Was wollt ihr? Denn ich verschwinde jetzt. Doomguard. Was? Meine Klinge würde euch zurechtstutzen. So, hauen wir die Doomguard um. Au. Muss ja nicht gleich übertreiben, Minsk. Ihr zeigt. Okay. Das Minsk Schwert übrigens so bedrohlich lila leuchtet. Ah, noch eine Doomguard. Ach nee, das ist keine Doomguard. Das ist jetzt ein Skelett mal wieder. Yes. Ja, schön draufhalten. Und weg. Mich kümmert, denn ich verschwinde jetzt. So, die Fässer können wir nicht plündern. War ja eigentlich klar. Was wollt ihr? Ihr stellt euch mal da auf. Immerhin geht kurz da lang, weil da war, glaube ich, Sackgasse. Oder ging es da rum? Sicherheitshalber. Hier wäre eine rote Markierung. Und hier ist nun Dead End mit zwei Fallen.
Also ja, wenn man sie es genau ansieht, die roten Markierungen sind immer an der Nordwand oder Südwand, wie man es sehen möchte. Und die grünen sind immer an der Ost- oder Westwand, je nachdem, wie man es sehen möchte. Also wenn man so drauf guckt, in die Richtung ist Westen, hier ist Norden ungefähr. Da ist das hier die Wand, die nach Norden gerichtet ist. Ja, könnte man sagen, das ist die Südwand und das ist die Ostwand. Und die Ostseite der Wand. So klingt es am besten, denke ich mal. Ja, und die roten sind immer an der Südseite der Wand. Und die grünen sind immer an der Ostseite der Wand, ja. Dass ich nur keinen Fehler mache, was ich hier von mir gebe. Was? Nichts leichter als das. Was? Ich hab genug davon. So. Ja, gut. Ja, ich hab genug. Mhm. Was wollt ihr? Gut. Dann gehen wir hier mal weiter. So, der Rest der Truppe kann auch ruhig nachkommen. Ich hab genug davon. Ach, jetzt sind wir schon hier. Hier wäre nämlich der Ausgang. Ja, okay. Ja, beinahe unter meiner Würde. Was wollt denn? Ich verschwinde jetzt. Das heißt, am Ausgang gehen wir jetzt erst einmal vorbei. Wir ignorieren den Typen, der da liegt. Da wir der Sache irgendwie noch nicht ganz so trauen, nichts leichter als das. Denn ich verschwinde jetzt. Wollen wir erstmal sicher gehen, dass wir diesen Was? Gut. Dungeon ganz erkundet haben, dieses Labyrinth. Ah, dafür sehen wir hier schon mal die grünen Symbole. Ja, beinahe unter meiner Würde. Und du bist jung, denn ich verschwinde jetzt. Gucken wir erstmal hier oben lang. Hier ist nämlich, glaube ich, auch nur wieder ein totes Ende. Auf jeden Fall eine Falle. Ja, hier sind zwei tote Enden. Mhm. Das heißt, einzig und allein diesen Flick hier haben wir noch zum Erkunden. Das heißt, immerhin stellt sich erstmal hier hin. Gut. Mich kümmert hier lang. Genau, wegen den beiden Fallen. Nein. Das ist manchmal gemein mit der Steuerung, wenn es die Befehle nicht annimmt. Was wollt ihr? Gut. Du bist ja ein komischer Kauf, denn ich verschwinde jetzt. So, dir traue ich nicht, dass du die einzige Falle warst. Was? Gut. Was wollt ihr? Scheinst du aber die einzige zu sein hier. Hm? Ich hab genug davon. Ja, gut. Ja, denn ich verschwinde jetzt. Es gibt ja, gut, so hier viele Orte, an denen ich jetzt lieber wäre. Hier ist wieder eine rote Markierung. Rot, vorsichtig sein. Nichts leichter als das. Hier sind sogar zwei rote Markierungen und genau hier sind wir wieder da rausgekommen. So, wenn wir hier lang gehen, war hier ein totes Ende oder ging es da weiter rum? Das erkundet immerhin jetzt mal kurz und holt dann den Rest nach, wenn es sein muss. Ne, hier ist das tote Ende, hier oben. Oh, au. Ja, das ist ein totes Ende. Beinahe unter meiner Würde. Denn immerhin hat jetzt so einen unsichtbaren Pirscher an der Backe. Zwar nicht die garstige Variante aus Dulags Turm. Aber trotzdem gemein. Man kann's ja mal ja. So, einmal immerhin. Ja, wie ihr wünscht. Was wollt ihr?
So, und dann gehen wir mal kurz hier oben spicken.